Servus, grüezi und hallo, endlich geht es wieder los. Es geht heute um den ersten Titel der neuen Saison 2023-2024 und das ist der deutsche Supercup der FC Bayern München gegen RB Leipzig und wir sind gespannt, was die Bayern nach ihren Trainingslagern machen werden. Sind sie heiß auf den ersten Titel und ich glaube schon, mit der Verpflichtung von Harry Kane wird es für die Bayern als Super Neuner jetzt vorangehen. Hoffentlich die Summe, weiß ich nicht, 110, 120 Millionen für einen 30-Jährigen. Wollen wir mal schauen, 4-Jahres-Vertrag. Also es muss sein, mindestens über 100 Tore in den 4 Jahren. Aber jetzt schauen wir erstmal auf das Spiel des deutschen Rekordmeisters, des FC Bayern München gegen RB Leipzig. Mein Tipp wird sein, ja, mit Reisdorf Kölsch zusammen. Ich tippe mal, die Bayern werden diesen Titel holen und ein Ergebnis wird sein 3:1 vor 75.000 Leuten in unserer geliebten Allianz Arena, in unserem Wohnzimmer, in dem Red. Und da schalten wir jetzt hin zur Mannschaftsaufstellung des FC Bayern München. Auf wie geht's! Hier ist die Mannschaftsaufstellung des FC Bayern München im Tor. Ulle Ulreich, dann die zwei Innenverteidiger mit Matthijs de Ligt und Upamecano, rechter Außenverteidiger Benjamin Pavard, über links Fonzi, Roadrunner, Davis, dann auf der Doppel-6 Joshua Kimmich und Leimer. Dann vorne auf der 10 Jamal Musiala, über rechts Serge Gnabry, über links Leroy Sané und vorne Tell. Wir werden sehen, was diese Mannschaft bringen wird. Sind sie heiß für den ersten Titel? Und jetzt schalten wir hin. Wir sind heiß wie Frittenfett auf Halbzeit 1. Und da schalten wir jetzt hin. Auf geht's, Burm. Auf geht's zu Halbzeit 1 im Supercup. Bayern gegen RB Leipzig. Auf geht's! Es war jetzt so langsam angenehmen Temperaturen. Es ging von 30 Grad runter, dann kann man verfolgen, aber die Temperaturen blieben hoch. Jetzt wird es schon so ein bisschen kühler. Also auf der Tribüne hält man es gut aus und die Arme da unten sind gut trainiert. Dann vorne den Zell. Wenn das noch dran ist. Sich finden und die. Das wäre bestimmt Verlängerung, wenn das Spiel jetzt erschießt. Vorhat mit dieser neuen, mit dieser jungen Mannschaft, ist das ja mit dabei. Positionstreue ist das, was über allem stand. Auf der anderen Seite bei Thomas Tuchel, der die erste komplette Vorbereitung jetzt mit den Bayern durchgeführt hat. Auch wenn wir nicht müde werden zu erzählen, wir sind noch in der Vorwoche. Das war ein Supergewinn von Dani Olmo. Der passt und es ist das erste Mal, dass Loris Openda ist. 23 Jahre jung, also rausgekommen. Der Tor ist der Leipziger Transfer mit 43 Millionen. Ja, auf der rechten Offensivseite hinter ihm der Niederländer der Xavi Simons. Das ist nicht so, wie ich mir vorgestellt habe. Der ist jetzt mal ausgeliehen. Aus. Genau, die Carvalho Mittelfeldspieler, der draußen sitzt von Liverpool, ist auch Baumgartner aus Hoffenheim geholt, ist verletzt. Šiško und Seiwald von RB Salzburg. Moritz ist der Kader. Gelehrt an seinem 24. Geburtstag. Gegen die Königin Loris Openda. Horvath mit vorn, Simakon mit vorn. Und Henrichs, aber kurz, da nicht genau ist er. Der ist jetzt frei, Olmo!
Das geht ja gut los. Ja, das ist 1-0. Das kann ja nicht wahr sein, ey. Das kann echt nicht wahr sein. 3 Minuten schon, ey. Thomas Tuchel, weil er natürlich gesehen hat, das müssen seine Spieler ganz anders verteidigen. Der fliegt da so. Ja, guck mal da, die hat Platz da. Dann ist der Ball frei, nur. Und dann stehen da 3 Mann und. Den Weg durch München an ihn durch. Ein bisschen Flipper mit Kimmich und Olmo. Eiskalt. Alter Falter, 1-0 Leipzig, ey. Jetzt ist schon wieder lootlos. Offensivs drauf haben, war vorher klar, sieht man jetzt auch schon, dass die Bayern ist, glaube ich, nicht wirklich die ganz große Lust, hier um 20:48 schon wieder über defensive Unzulänglichkeiten reden zu müssen. Und genau darum geht's. Das geht auch gleich weiter. Und das Thema da hinten auch Wahnsinn. Also mit Manuel Neuer, ich weiß nicht, wer wirklich damit gerechnet hat, dass der auch noch schon wieder so anmäht, aufgehört hat, echt, ey. Haben Sie schon ein bisschen geschaut, wer ist ein Kandidat? Durch den Kreuzbandriss von Thibaut Courtois bei Real Madrid ist so richtig Bewegung jetzt in diese Torwartkarussell gekommen. Mit Kepa aus Chelsea haben sich die beiden beschäftigt. Der möchte jetzt lieber nach Madrid. Ich glaube, da möchten noch ein paar andere hin. Im Moment ist Rizzi Hülsmann die Nummer 2 hinter Sven Ulreich. Nein, der war doch nicht dran da. Auch wenn Werner das gerne gehabt hätte. Wie kann ich den schon wieder so anspielen? Das ist doch schon wieder scheiße. Wie kann ich denn den Mann anspielen, der mit dem Rücken zum Feld steht? Ja, wo es anlaufen natürlich auch überhaupt die Scheißbrille nach vorne. Schließlich. Schwung mit der frühen Führung. Und ist Thomas Tuchel gekommen. 2 neue. Harry Kane, der Mann schlechthin, der teuerste Bundesliga-Transfer. Verstehe ich nicht, warum der Koreaner nicht spielt und der Aubameyang spielt. Verstehe ich nicht, was das soll. Verstehe ich nicht. Aubameyang muss verkaufen. Thomas Tuchel vorhin bei uns im Interview gesagt hat, viele, viele Eindrücke in wenigen Tagen für Kim, Stunden für Kane. Kim, ja. Muss das spielen, der Junge. Ich bin mir sehr sicher, dass Harry Kane, egal wie das hier steht und läuft, heute noch zum Einsatz kommt. Einfach, um ihn auch den Fans zu präsentieren. Und die Fans ihn. Junge. Alter Falter. Wen ich vermisse, ist Kevin Kappe, der hier noch auf der offiziellen Aufstellung steht. Ich dachte mir, der hat ja jetzt eine komische Frisur. Das ist dann Nicolas Seiwald, der da spielt. Die Info ist tatsächlich komplett an mir vorbeigegangen. Aber die Doppel-6 jetzt, und ich jetzt, ist Schlager und Seiwald. Ich habe eine Information für Sie zu bekommen. Lass den Ball doch unten, Ulreich. Junge. Ach, wird ja was werden. Oh Mann, ey. Der nächste Ballverlust in der Ecke. Sané und Till. Hier gibt es aber Schlager. Sané ist der, der ihn abräumt. Und damit sind es halt eben nicht 2, sondern 3 neue in der Startelf von Marco Rose, weil Nicolas Seiwald 22-Jähriger Österreicher ist. Wie viel Dampf die über den Flügel haben. Und Tuchel ist jetzt schon auf Betriebstemperatur. Ja, ist doch klar, der muss doch jetzt den Titel schon einfahren, sonst ist doch scheiße. Und kann die Kollegen, die mir gerade sagen, die können den Kacken auch dann aufwärmen. Probleme mit Oberschenkelgespür, Vorsichtsmaßnahmen in die Licht zu bringen.
Junge, 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 Junge. Die Bayern sich wieder so Bällchen hin und her. Könnte ich ja schon wieder. Will so schreien, oder? Und auch das geht eben, Werner auf den Flügeln oder beziehungsweise auf die 10er Position zu spielen. Olmo neben Open da vorne. Lachen die anderen uns wieder aus. Davies, Musiala, Gnabry. Upamecano, auch ehemals Leipzig. Nach 8 Minuten das erste Mal, dass die Bayern Leipzig in der eigenen Hälfte vorfinden. Ich will es gerne mal sagen, dass sie da reindrängen. Ich glaube, auch Leipzig lässt sich ein Stück weit fallen. Die wissen, die haben so viel Tempo nach vorne und nach dem Ballgewinn kann das so schnell gehen. Nach dem Ballverlust allerdings auch, wie hier von Hendricks. Junge, Junge, spiel doch raus, spiel doch rechts rüber, da ist doch wieder alles voll. Ja, das ist doch scheiße. Der spielt da jetzt sowieso wieder zurück. Ja, das ist doch kein Schuss, Junge. Mensch, das ist doch scheiße. Junge, 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 Junge. Super Pass von Kimmich. Ne, da oben steht noch einer. Wenn kein Abseits gewesen, da oben steht noch einer. Laber doch keinen Scheiß, Junge. Seibert. Sechser, tiefer Sechser. Spieler der Saison in Österreich. Foul. Die Liga, sondern über die Qualität des neuen Manns. Ja. Spiel raus. Ich denke schon die Jugend nicht. Ja. Nein, so klein, klein, immer durch die Mitte, ich verstehe das nicht, man muss doch über die Außen kommen. Mensch, man hat doch schnelle Leute außen, man muss doch nicht wieder über die Hände. Das ist genau dasselbe wie letztes Jahr, letzte Saison. Meine Güte. Ist, die Linie runterzulaufen. Kimmich. Musiala. Drei Mann um ihn herum. Junge, 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 Junge. Und da war nicht mal den Torschuss noch. Durch Abschluss nach 10 Minuten. Ja, Schlager ist der, der sagt, lass mal ein bisschen rausrücken, aber da macht keiner mit. Also ich glaube, die fühlt sich im Moment sogar ganz wohl. So kompakt und tief mit vielen, mit allen Leuten in der eigenen Hälfte. Nicht durch die Mitte immer, Mensch. Zu schauen, was denn die Bayern aus dem vielen Raum und dem vielen Ballbesitz so veranstalten. Und jetzt erwische ich mich schon so früh im Spiel, dass ich, was wäre jetzt eigentlich, wenn da so ein Harry Kane da spielen würde? Der klebt ja nicht einfach nur vorne auf der Mittelstürmerposition. Der macht dann mit, der kommt so ähnlich, wie Lewandowski es gemacht hat, zum Aufbau. Mit Wasser. Verstehe ich nicht. Junge, 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 Junge. Was ist denn los mit den Bayern, Mensch? Auch schon clever, oder? Den Gegner atmen gehört. Ich bin schon mal runter. 20 Jahre jung. Xavi Simmons. Und dann einfach mal eine etwas größere Aufnahme. Nicolas Seibert. Schießt ein Tor, schießt ein Tor. Das ist ein sehr guter Ball von Schlager gewesen. Werner, Raum ist mit da. Wieder Schlager, Musiala verteidigt ihn, macht das gut. Einmal Leiner.
Komm, Sané, geh ab! Sané, Tell in die Mitte, Gnabry ist da. Sané, gute Idee, Gnabry. Henrich stark, aber es geht noch weiter. Musiala, Simakon zwischen Olmo. Das gibt die erste Gelbe. Benjamin Pavard. Der hat sich auch nicht mal beklagt. Das ist ganz klar gelb, er will sich beklagen. Junge, Junge, Junge. Gerechtfertigt, Olmo kann wieder laufen, nichts Schlimmeres passiert. Und bei Pavard bleibt halt die ganz große Frage. Kyle Walker sollte es sein von Manchester City, der sich so ganz klar hat, der mit den Bayern gespielt, um sich einen gewissen Vertrag bei City zu besorgen. Oder haben die ihn wirklich überzeugt? Da hinten fehlt es ein wenig, Masraoui, ja. Pavard auch auf dem Sprung Richtung England, nur wenn es dann nur Masraoui ist, denke ich, wenn die beiden auf keinen Fall gehen lassen, aber 31. August soll mehr. Open da. Drauf da, Mensch! Sucht und findet Orban. Simakon sah etwas ungelenk aus, aber der passte ganz genau. Das sieht ja nicht mal aus, als wenn die Bayern heute ein Tor schießen würden. Bisher sind es die Leipziger, die dieses Spiel hier diktieren. Ja. Entweder, weil sie früh anlaufen, weil sie sicher in Ballbesitz sind, oder einer, weil sie die Bayern mal laufen, an, in die eigene Hälfte zu kommen, aber gar keine Ahnung. Moment, der spielt doch nicht zurück, spielt doch nach vorne, lass den Ball doch nach vorne Richtung Tor. Das Ganze dann noch mit der Ergebniskirche oben drauf. Den 1-0 durch Dani Olmo aus der dritten Minute. Guck mal da, das, wenn die Bayern 1-0 führen wollen, so spielen die. Simakon, ganz souverän gegen Musiala. Gnabry macht das super gut. Tell ist da! Und ja, das ist das. Das ist das. Alle wollen Tell haben, alle wollen Tell haben. Der kann nicht mal ein Tor schießen. Der Keeper ist nicht schmälern. Open da liegt auf dem Boden, sagt, der hat den Arm abbekommen. Mach doch weiter! Wir können uns das gleich nochmal angucken und der VA natürlich auch. So, um die Szene hier geht's. Naja. Da ist ja Arm oben drin, aber es ist kein Schlagen. Super Balleroberung zuvor von Serge Gnabry. Ein toller Pass. Ja, muss er machen, Mensch. Natürlich ist der ganz jung. Der ist 18. Ja, scheiß drauf auf ganz jung. Den musst du doch machen. Das wäre, wenn der Herr da rechts. Vielleicht der links auch, aber jetzt geht's natürlich erstmal um die Mittelposition. Mittelstürmerposition. Harry Kane. Hätte wenn und aber, Faber. Junge, 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 der muss doch machen, den hätte ich ja noch gemacht, mit meinen 51 Jahren. Zentral, du kannst dir die Ecken aussuchen, ey. Defensive von RB. Junge, Junge, Junge. Müssen mehr Druck machen, die Bayern. Wir müssen mal. Auch das ist super Ballerung. Simakon vor Gnabry. Leimer hat den Ballon gemacht. Pavard mit Sané. Und Sané. Gnabry. Der große Simakon springt unter den Ball durch. Junge, 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 jetzt 1-1 und dann fangen wir über 0 an. Junge, 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 Leute, Mama hat ihn auf von sie. Davis. Davis. Das ist herrlich für ihn. Davis. Ecke. Ecke. Thank you.
ich das Gefühl, das war den Bayern jetzt mal genug. Also, so, jetzt 1-1 und dann geht es von vorne los. Komm, Josch. Kimmich. Zum Maßricht. Ja, wir sind auf der Suche nach einem... Das sind die Ecken, genauso scheiße wie letzte Saison. Vom Tor weg, Mensch! Was bringt mir das denn zum Tor? Hin und her Tor pflückt sie sich runter. Verstehe ich nicht. Thomas Tuchel sagte, wenn diese Holding Six, wie es in England heißt, einen tiefen, klar positionstreuen, defensiven Mittelfeld, hätte er nicht, weil die alle zu offensiv sind und überall sein wollen. Kimmich, damit es nicht zu lange dauert, bis man was hat, gesagt, er wäre doch einer. Keine Ahnung, ob das wirklich ein großes Thema war. An Personalmangels auf der Position jedenfalls nicht. Das Verhalten ist dann die nächste Sache. Richtig Pressing, das die Bayern machen. Immer durch die Mitte. Guck mal da, der Lift wieder den Ball da locker hält. Da ist nichts, da ist nichts. Leipzig, der ist schöne Mauern. Schon den Raum abgehängt, wird dann doch hin. Zions. So kriegt Olmo, weil Leimer da nicht gut gestanden hat. Open da, Upamecano und den Lift. Ball gespielt, entscheidet der Kopf. Mann! Schön. Hier Handspiel gegen Leimer. Das sehe ich jetzt anders, aber bei den Handspielgeschichten. Balkanhand sei ja hier. Hüfte. Seele keine Ruhe erzählen, wie ich es denke. Und sie sagen dann, dass sie halt okay, passt. Ist nicht immer das, wie es dann auch entschieden wird. War da vorhin mal irgendwas bei Freistoß? Ja, war. Wow. Diesmal höher. Hinten ist Sima Koch. Und der ist vorher. Ach, der Uli. Ach, der Dieter. Dieter Hoeneß und Uli Hoeneß. Dieter und Uli und natürlich unverkennbar, auch wenn er sich zurückhält. Uli Hoeneß hat wieder. Ich nenne es mal Einfluss. Ich könnte jetzt hinten mir herausnehmen und sagen, leitet die Geschicke wieder, auch wenn nicht unter eigenem Namen. Aber man erkennt da schon einen ganz anderen FC Bayern als noch vor zwei, drei Monaten. Wow. Kurz. Flutscht überall durch, Olmo hinterher. Zell. Erfolg von Hendricks, Erfolg von Simons, Gestell von Schlager. Aus! Lass den Ball liegen da, du! Junge, 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 Junge. Mensch, ey. Ich würde gehen schon reinkommen und zwei Nüsse machen. Gutes Auto, Tech. Nimm's auch nicht mit, muss ich alle in der Mitte. Ah, das wirst du nicht mehr. Das ist nicht mehr. Aber das war jetzt nur so ein Vorgeschmack für das, was kommen kann, sollte, da bin ich schon wieder beim Thema, Harry Kane mal mit da sein, mit seiner enormen Physis, mit einer tollen Kopfballtechnik, ja, oder? Und mit einer unglaublichen Kopfballstärke. Hätte auch nicht gekriegt. Schlager.
Okada nimmt den mal ganz locker an. Werner gegen Upamecano, auch spannend, weil sie beide Riesentempo haben. Okada in der Mitte, drüben Raum mit dabei und Olmo. Oh, wollen Sie mich verarschen? Jetzt hüpft der Werner noch ein bisschen rum, der kriegt dann einen Freistoß. Also, alter Falter, ich glaube, ich werde. Trifft er noch gar nicht. Trifft er noch gar nicht. Ach du Scheiße, jetzt kommen wir uns in der zwei Ärzte. Drauf da! Drauf da! So, ruhig Ball runterholen, jetzt aufbauen, ey. So, 25 Minuten die Spiel. Und hat sich noch einer weniger. Olmo geht da draußen auf die Seite von Werner. Da einzige Spitze im Moment. Davis mit Gnabry. Darum ganz stark auch der. Mensch, ist Kinder. Was braucht der Teller für Chancen, ey? Nur den Kahn rein. Den Kane rein. Meine Fresse, ey. Zwei super Chancen. Guck mal da, da muss doch wenigstens auf das Tor schießen können, ey. Der Verteidiger super Talent, ja. Ich sag, das war Mathis Tepp. Genau die Vorlage Mathis Tepp. Mit dem Abschluss. Timo Werner zurück. So, Bayern wirft den Einwurf. Komm, Josch. Im Moment ist die Schärfe und die Präzision bei Leipzig nicht mehr ganz so da wie in den ersten 15, 16, 17 Minuten. Oh, fürchterlich. Fürchterlich. Die Bayern sind aggressiver, aber genau auf sowas lauert halt RB mit Openda, mit Werner Simons. Guck dir das mal an, wie der spielen könnte, Leipzig. Jetzt geht es einmal rüber zu David Raum. Die Bundesliga, da wieder sieht, ist das an. Die doch wieder, ja, da. Über 100 Millionen Mann sind auf der Bank. Und die anderen kommen nicht zu Potte. Die haben alle keine Angst in der Saison. Ziemlich kurz gezögert, wird aber am Ende doch noch belohnt. Mensch, Leute, echt. Die Bayern haben jetzt ja nicht wirklich einen Stammspieler verloren. Da war ja Cancelo noch so der, wo man gesagt hat, die Jupp am meisten ernannt. Es war auch verletzt, der für viel Geld nach Paris gegangen ist. Mané war als Mittelstürmer ein Missverständnis, ist weg. Sabitzer ist weg. Cancelo war ausgeliehen, Dedi Blind. Und dafür, wie gesagt, Kim, Leimer, Guerrero. Der ist verletzt, genau wie Manuel Neuer und Thomas Müller. Jungens. Das ist doch schon wieder nichts. Das ist doch nur wieder hinten rum. Nee, liegt eins und will zurück. Wie überlegen, ich hoffe, bis Ende August zu warten. Von dem Monaco-Spiel siehst du gar nichts. Da waren die super. Jetzt spielen die gegen Leipzig. Also, das ist nicht wie. Ist ja schon schwer zu Ballsperren. Ballsperren, ja. Lange gewartet, aber da war ja der Ball blockiert. Ja. Im Sitzen alles Mögliche machen, nur eben den Ball nicht blockieren. Und das hat Henrichs getan. Ja. Ja, das ist irgendwie wahnsinnig. Jetzt ist ja das Blockieren im Grunde genommen schon vorbei. Also da kann man auch mal reinpfeifen. Ja, früher denn, also. Sitzt auf dem Ball wie eine Henne auf dem Ei. Bring den Ball doch rein. Ja. Und da muss doch einer umstehen. Da müssen doch nicht zwei. Ja, Bafa. Mit links nicht gut. Till einmal dran. Und Bafa. Eckball. Wir hatten den noch weggeschubst. War das Simakon? Also der Freistoß war so mäßig. Ja. Boah, weil einfach. Bafa und dann Simakon an den Außenpfosten. Das hat die Leipziger total überrumpelt, dass er mir solche Freistöße schießt. Und vom Tor weg, Junge. Wieder zum Tor hin, wieder zum Tor hin. Zweite Mal, dass der Torwart den Ball fängt.
Verstehe ich nicht. Beim ersten Mal ist doch ein Scheiße. Muss ich das zweite Mal noch nicht wieder groß? Meine Fresse. Der Eckballschütze schlechthin. Ja, aber ist doch scheiße. Ist doch scheiße, dass ich den Ball schon wieder zum Torwart in den Fünfer reinbringe. Ich muss den vom Tor wegschießen. Also, der, wie gesagt, der da zuständig ist, Freistöße, Ecken und so was, den musst du doch rausschmeißen. Der hat doch keine Ahnung von davon. Der war vor ein paar Monaten noch da. Der hat jetzt ein Trikot. Andere Nummer übrigens auch. Der 24 gestartet, als Sommer weg war, war die 27 seine Lieblingsnummer frei. Und dann hat sich die Meine Fresse, jetzt haben wir 30 Minuten später. Das ist ja gar nichts. Das ist ja gar nichts. Darfstadt, die zündeln da jetzt ein Feuerwerk ab, die Bayern. Alter Falter. Die DFL spielt so normal, die mit dem Unterhaltungswert zufrieden sein kann. Große Namen für Dr. Maglenz und Dr. Steffen Merkel. Unten auf dem Feld ein Zugpferd. Was ist denn jetzt? Natürlich so ich spiele den Ball doch, was diskutieren die jetzt darum? Was soll die Scheiße denn? Job gemacht haben, Leverkusen. Ja, was ist denn da jetzt? Was ist? Also, da ist ja schon wieder ein Witzig. Ja. Alter. Es dauert, was aber auch daran liegt, dass RB im Moment nicht mehr in der Lage ist, sich da hinten aus der Umklammerung zu befreien, was Vernünftiges nach vorne zu machen. Da sind sie dringend aufgefordert, auch um für ein bisschen Entlastung. Meine Fresse, ist das schon wieder nichts. Zwischendurch war mal. Das ist schon wieder nichts von den Bayern, Alter. Sehe ich nicht. Von Salzburg beim Wahrmachen draußen setzen wir jetzt mal wieder auf die Bank. Jetzt ist Marco Rose sauer, weil der Angriff unvollendet und unsauber zu Ende gespielt worden ist. Ich will hier raus, Mensch! Ich will hier raus, Mensch! Ja, da muss ich noch 10 Meter gehen. Leipzig verteidigt wieder höher, attackiert wieder höher. Junge, Junge. Also nichts von den Bayern, eine halbe Stunde Spiel. Nichts Großartiges. Ja, das ist nichts, das ist nichts. Den Ball kurz spielen, da musst du doch mal. Kimmich mit Sané, Pavard kurz abgebrochen. Nützt ja nichts, wenn du 70-80% Ballbesitz hast, du liegst 1-0 hinten. Also, da ist doch keiner, der mal irgendwie das Heft in die Hand nimmt und mal ein Spielwitz hat, nach vorne irgendwie eine Idee hat. Also, gerne bei den beiden ist. Ja, wieder zurück und wieder zurück und wieder zurück. Ist bisher wieder. Die Simons haben da so ihre liebe Mühe und Not. Ball weg. Erster Kontakt von Davies. Da wird mit Guerrero Konkurrenz im Nacken, kommt ja auch von der längeren Verletzung aus dem Bündnis. Ah, schneller, Mensch, spiel den scheiß beschissenen Ball. Brech da nicht ab und spiel wieder hinten ja, rum, ey, so eine Scheiße, echt, ey. Die Reaktion von Halbstundenfazit, die Reaktion von Rose von ein paar Sekunden und der von Tuchel vor ein paar Sekunden sind beide unzufrieden. Das ist genau im Moment, das Spiel steht etwas, Leipzig macht zu wenig nach vorne, die Bayern kommen nicht so wirklich durch. Und jetzt mehr im Ballbesitz. Tuchel will aber eine ganz andere Ordnung haben. Das so ungenau. Schlager hatte gehofft, dass das ist doch nichts, ey. Meine Güte. Wir mal Werner. Wo ist der Torwart denn? Ja, das gibt eine 12,5 für Leroy Sané. Bei 10 möglichen. Dass er den Weg macht gegen so einen Tempoläufer wie Timo Werner und dann am Ende dafür sorgt, dass Ulreich das regeln kann. Ganz stark. Ja, man muss hinten wie vorne arbeiten. Komm mal raus, man. Alter, hol mich vor Arschen, ey. Das mache ich das Thema da drüben auf. Das hätte er natürlich schon. Stellen Sie mal vor, jetzt so Sané auf dem Flügel und dann so ein Kyle Walker dahinter, der die Linie rauf und runter nimmt. Ja, Pavard, da ist er am Ball. Bricht dann ab, ein Stück weit kann ich es verstehen, weil er wird dann gescholten, wenn er hinten fehlt. Das willst du als Verteidiger ja auch nicht. Dann brauchst du halt so einen, den das nichts ausmacht. Schon hat dann Sané Hilfe und deswegen gibt es hier drüben auf der Seite immer Überzahl und drüben Unterzahl. Aber jetzt ist Pavard da, abgefälschter Ball, Gnabry zieht zurück. Wie zieht zurück? Ein Stretch auf da rein, ey. Da. Da. Da wird der Fuß dahin. Der Zeit, die
aktive Mannschaft. Und da war für mich kein Handspiel. Nein, kein strafbares. Also für mich, wie gesagt, ne? Wir müssen immer abwarten, was dann da so rauskommt. Für die auch nicht. Kimmich, wenn der Blasweg den jetzt wieder fängt, wäre, wird auch behindert, muss man eventuell die Eckenstrategie mal überdenken. Ja, wie gesagt, das ist jetzt die dritte Ecke, die Scheiße reingebracht wird. Verstehe ich nicht. Da muss doch mal von draußen was kommen und sagen, bring die mal zum 16er oder zum 11er hin. Dass da irgendwie... Das ist der Treffer, warum der Freistoß, Henrichs Flipper mit Kimmich und Olmo, auch noch abgefälscht am Ende. Und war sowieso ohne Chance. Kinder macht das klasse. Simos Schritt 2, Vorteil läuft, jetzt läuft kein Vorteil mehr. Jetzt gibt es Geld gegen Upamecano. Jetzt muss ich mal gucken, ob man da die Supercup-Brille aufsetzen muss. So, das ist schon mal ein Foul. Und jetzt geht es halt darum, wer der durch gewesen, rennt er aufs Tor zu gehen. Wir reden über den Supercup. Gelb-rote Karten, eine Sperre wäre denn fürs nächste Jahr. Super. Hat da nichts mit der Liga oder Pokal irgendwas zu tun. Dann ist die erste, ich will mal gucken. Nur so letzter Mann und solche Geschichten ist sie dann durch, aber ich finde, da stehen gibt es genug Argumente und genug Mitspieler und genug an den Laufweg zu sagen, dann gehen wir mal gelb. Aber die gibt's. Ja. Heiße Phase auch für ihn. Für Dario Upamecano. Große Konkurrenz. Kim Delett Pavard innen gespielt. Er muss und will sich zeigen. Beide waren unzufrieden. Er mit sich, der Verein mit ihm. Raum und Simons. Raum. Einmal direkt. Henrichs, Kerze. Nicht ohne. Gut, ohne. Kimmich gibt es, der Lift gibt es. Jawohl, nach vorne, der Lift. Hoch und weit bringt Sicherheit. Leute. Ich gehe mit der Halbzeit mit 1-0 Rückstand. Alles erzählt und geschrieben. Das war der neue Inia, Javi Simons. Spielen! Das stimmt auch alles. Tolle Fußballer, wendig. Klasse Ausbildung, Frage ist halt nur, wie oft treffen sie dann die richtigen Entscheidungen, wie oft überlegen sie, oh, dann müssen wir schnell zurück den Ball erobern, wie viel Freiheit nehmen sie sich selber, das Potenzial ist wirklich klasse. Nein, das ist aber nicht das, was ich mir erhofft habe jetzt beim ersten Spiel. Abschied haben sie alle gesagt, wir sind heiß und freuen uns auf den Start. Erste Titel und. Ich habe natürlich brennt ein Feuerwerk am Knallen, da löse ich zur Halbzeit 3 Tore rein in den Leipziger. Der Pomekan und dem Dirk, der den Ball nicht zugespielt. Das ist aber nichts. Guck mal, das ist. Wie gesagt. Wirklich 80% Ballbesitz, aber dann. Legst du immer noch eins mal hin. Wie der Pavard, aber eben auf der Halbposition. Nicht zur Unterstützung von Sané auf dem Flügel. Kimmich. Kimmich. Und Blaswig hat Gnabry abgeräumt. Ja, müsste eigentlich auch Elfmeter geben, ne? Pavard, flach, Gnabry. Und hin! Blaswig. Das ist die Szene vorher, rutscht weg. Boah. Und nimmt dann Gnabry mit. Nachdem der Ball aber schon weg ist. Und Schlager gegen Musiala.
Junge, Junge, Junge. Da vorne ist Werner Ulreich. Ja, es ist ausgeglichen. Das Team von Thomas Tuchel mit 0-1 hinten, die Bayern 4-3 Torschüsse, 69% Ballbesitz. Ja, ja. Leipzig hat das ja jetzt so in der letzten Zeit. 70% Ballbesitz. Du liegst 1-0 hinten, das ist natürlich klasse. Gnabry wieder. Und 51% gewonnener Zweikämpfe ist jetzt erstmal ganz okay. Ich weiß nicht, warum der Kim nicht spielt. Zugunsten der Leipziger, dass die viel mehr davon führen. Ist das ein Wert, den würde ich jetzt nicht weiter runtersacken lassen, wenn ich die Führung mit in die Kabine nehmen will. Simons gegen 3. Das ist jetzt, was ich sage. Die konzentrieren sich im Moment drauf. Alter! Sieht gut zu stehen, die Leipziger. Er spielt doch den Ball. Ja, der spielt da drauf, der spielt doch den Ball, der Papa. Ja, aber er spielt doch den Ball. Ja, aber er spielt trotzdem den Ball. Im Zweikampf für mich kein Foul, nichtsdestotrotz tut es weh. Ich bin mal gespannt, wie Dankert weitermacht, weil normalerweise sind wir Schiedsrichter dabei. So, haben wir die großen Trost der Bayern, unter anderem mit Manuel Neuer in der Mitte, der Maxim Choupo-Moting. Thomas Müller, der in Sevilla am Kabinengang vorhin durch ist. Also Unterschenkelbruch bei Manuel Neuer. Dann gibt es jeder, der ein Kind, der das schon mal hatte oder möglicherweise selbst davon betroffen war, die Folgeoperation mit Schrauben, Nägeln, all die ganzen Geschichten. Das dauert. Was natürlich dann alle, die beim Trainingszimmer genau hingucken, was macht Manuel Neuer und die Bayern das nicht so gerne haben, auch klar. Aber die müssen sich schon wirklich sehr, sehr sicher sein. Mitte August und man hat Sven Ulreich und Rizzi Hülsmann. Das hat schon wehgetan, klar. Alles gute Leipziger. Tut schon weh, guck mal doch. Ja, gibt Schiedsrichter dabei. Also das hat der Dankert auch genauso gesehen. Kein Foul, nichtsdestotrotz eine Verletzung. Ja, aber die RB-Spitze kommerziell und sportlich gerade vertreten. Online. Vielleicht bin ich so gut. Du machst überall schon ein Köntchen jetzt. Und du hast das gedacht, da fällt dich rein jetzt. Aber nützt ja auch nichts, wenn die Flanke nicht reinkommt. Und dann in Kane steht oder kein Kane steht, wenn die Flanke nicht reinkommt. Aber wirklich schweren Herzens ein paar Minuten ignoriere. Das ist faul. Und das ist kein schlaues Foul da von Nicolas Seibert. Kimmich sofort da. Also jetzt mal Eckball in kurz. Ja, aber wenn er nichts. Er bringt ja nichts. Und er knapp 20 cm geschenkt kriegt. Die Freunde des Kopfballs mit der Licht und bei Mikano Pavard. Aber da muss er ins Reinschießen. Direkt. Das 42. Kimmich. Ach. Ich werde damit nicht machen. Bleib ich dabei. Also das sind so Bälle, ja, die fliegen da so rein. Ich weiß jetzt nicht genau, was das Ziel ist. Ja. Aber da ist ja nichts. Der hat weder ein Eckball noch ein Freistoß von der Seite wirklich gesagt. Es gibt immerhin einen Eckball. Jetzt sag mal Sané. Links muss aufs Tor. Ja, aber auch so bringt ja nichts. Er ist ja dort gerade mit der Hand. So, nee, Blaswig zögert und Henrichs fällt ja auf den Kopf, weil Simacon zurückgezogen hat. Das ist der, die Geschichte nämlich auch mal schnell mit, der nach diesem beim Bundesliga-Sieg von Leipzig im ersten in München zur Halbzeit raus musste, weil das Spiel komplett an ihm vorbei lief. Das droht ihm heute nicht, es sei denn, er ist verletzt. Junge, 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 man nicht einzeln nimmt den Torwart noch mit, das verstehe ich nicht. Kann ich nicht nachvollziehen, das ist genauso. Und der Ball spielt auch im Rücken anstatt nach vorne, verstehe ich nicht. Ach, nee, fängt genauso an wie letzte Saison, echt fürchterlich. So, natürlich ist das jetzt Journalistengerede, was ich hier mache. Ich habe jetzt gerade ein Mikrofon und bin hier Kommentator, also sage ich, mir gerade mal überlegt, was ist eigentlich, wenn du so zur 46. Harry Kane, da ist der Name wieder, wenn du den mal bringst, dann geht so ein Ruck durch auf der Tribüne,
bei ihm, klar, ne, kann ich das alles nicht einschätzen, wie müde ist der wirklich und wie viele Eindrücke fliegen da gerade um seinen Kopf herum. Aber du weißt, du kannst den Ball da vorne reinkicken und dann macht er was. Und der spielt und der andere nimmt er mit und Leipzig ist beeindruckt. Aber wie gesagt, das war jetzt mal so mein kleiner Exkurs, kurz vor der Pause. Olmo hat sich auch... Ja, da pfeift, aber im anderen pfeift er nicht. Bescheuert, echt. Keine Offensivaktion mehr von ihm. Nicht von Simons. Nicht von Openda. Ja, dann geht jetzt an die Linie durch. Ich traue, lässt man da mehr laufen, aber ist ja nicht verkehrt, von vornherein zu sagen, mach ich Olmo! Olmo! Nochmal Olmo! Alter. Ein bisschen Slapstick und ganz viel Technik. Das kann ja nicht wahr sein. Ach nee. 44. Wenn ich kurz aushelfen darf. 2-0 Leipzig. Was war das denn für ein Ding? Und wieder, wie in Minute 3, sieht die Bayern-Defensive schlecht aus. Ja, Upamecano hat er nicht verloren. Geht mit der ersten Aktion los. Und zwar hier. Olmo lässt ihn einfach so laufen. Wir dann gucken zu und der ist ja Formsache für so einen Supertechniker. Werner mit dem Pass. Jetzt Achtung, Olmo. Boah, wird er den so beißen, aber das ist ein Traum. Mit der Sohle rüber, mit dem Hacken weiter, los, mit dem dicken Tunnel. Ehrlich, das ist immer so Weltklasse. Das ist ein Weltklasse-Tor. Das ist ein Weltklasse-Tor. Das sind die einfachen Mittel des Fußballs. Und der sagt, dass ich mal gerne, ich auch mal angemacht für. Aber blöderweise gegen uns. Das ist ein super Tor von Dani Olmo. Und die gesamte Bayern-Defensive lahmgelegt. Wenn er hinterher sagt, du, den zweiten wollte ich gar nicht so, okay, nehme ich es zurück. Aber solange darf ich behaupten, 3 Minuten Nachspielzeit, den wollte der genau so. Und dann ist es mit Hacke und Spitze des Einfalls, mit Pique das Weltklasse. Alle haben irgendwie zugeguckt, aber niemand hat wirklich aufgepasst und eingegriffen schon mal sowieso nicht. Da ist aber nichts gemacht, wenn wir den Fresse. Da muss doch mal eine Karte zeigen, Schiri. Du zeigst nur den Bayern die Karten, aber den nicht. Jetzt gegen Musiala. Und der war schon das zweite Mal an der Fuß. Ja, guck mal da, der Fuß springt doch nur da rein. Da muss man doch mal eine Karte zeigen. Marco Rose möchte, dass sie sich bewegen, dass sie ein bisschen hüpfen, dass sie Spannung aufnehmen, um das Kopfball technisch zu verteidigen. Lieber Sané, fragt nochmal nach. Wie ist denn, wenn ich den schieße? Weil so einer, der so halb hoch reinflog, brachte eine Menge Gefahr. Darf er wieder. Diesmal deutlich besser, länger, der kommt gut. Simakon. Ich muss jetzt schon wieder mit dem Stürmer reden, mit dem Kopf. Und den Mut dahin zu gehen. Sané mit Musiala. Und nochmal ein ganz zweiter Tipp mit Davis. Davis blasen sich zögert, die Licht ist mit da. Und dann haben wir noch nicht, ob Foul oder Handspiel. Mal gucken, ob ich da was erkennen kann. Ja, so Oberarm. Aber kein strafbares Handspiel. Ja, aber Ecke. Aber Ecke gibt's normalerweise. Ja, nützt ja nichts. Das waren die Bayern nun auch nicht so gefeiert worden. Und dann können Sie jetzt erstmal nicht zuhören mit dieser Kane-Geschichte. Der sitzt auf der Bank, aber nicht so wie 0-2 hinten. Eine ganz effektive Leipziger, die zweimal durch ihn hier, der den uneigennützig weitergibt. Davis unten durch, Simons. Und Kane ist auch noch so dazwischen. Aber eben zweimal hinten auch schon ausgegeben haben gegen Dani Olmo.
Simons. Olmo wäre da. Oh, wieder Penner. Simons, wieder Penner. Wieder. Und im letzten Moment fliegt Upamecano da rein. Aber wenn die mal aufziehen, ist da eine Passgeschwindigkeit in der Kombination. Das ist ja verrückt. Der lässt sich da nicht hinfallen. Macht weiter. Klasse und geschmeidig. Einmal wollen sie es auch ohne Olmo machen. Und fast wäre es auch gelungen. Sven Ulreich hat noch Schmerzen, weil Opendala in ihn reinfliegt am Ende. Upamecano geht vorbelastet da im 16-Meter-Raum, aber mit ganz genau dem nötigen Timing. Junge. Simons Raum, der Zeit. Der Zeit. Ulreich wartet. Olmo war da und Simacon auch. Werner, es gibt doch nicht Abschluss und nicht Anwurf, sonst wäre er ganz verrutscht. Gibt Abschluss. Junge. Es gibt Halbzeit. Leipzig führt in. So, Halbzeit ist. Leipzig führt im Supercup 2:0 gegen den FC Bayern München. Jetzt geht's hin zur Halbzeitanalyse. Bitte schön. So, Halbzeit ist. Die Bayern liegen 2:0 gegen RB Leipzig zurück. Tja, was soll ich sagen? Es ist genauso wie in der Rückrunde. Tja, die Bayern, in der Mannschaft Bend. Olmo 1:0, Olmo 2:0. Na, nützt nichts, wenn du 70-80% Ballbesitz hast und dann 1:0 oder 2:0 hinten liegst. Und die Euphorie von Kane, der bringt nichts, der spielt ja nicht. Aber was willst du machen? Ja, also, es ist kein Aufbäumen da, es ist keine Aggressivität da. Tell hat zwei Chancen gehabt, macht sie nicht rein. Ne? Eine muss nur 100% machen, die hätte ich mit 51 Jahren noch gemacht, diesen Ball. Du stehst zentral vom Torwart, du kannst dir die Ecke eigentlich aussuchen, wenigstens so was, aber nee, da kommt nichts. Jetzt sind wir mal gespannt, jetzt müssen wir schon mal zwei Tore machen, da es Verlängerung gibt. 3 zum Sieg. Euphorie, Bayern, Saison 23/24, erster Titel, den man holen kann. Naja, es kann nur noch besser werden und wir hoffen darauf und schalten jetzt zur Halbzeit 2. Bäm. So, auf geht's, zweite Halbzeit. Und jetzt kommt Jungs, wir brauchen mindestens 2-3 Tore. Erstmal 2. Dann mal Verlängerung. Davis hier von Upamecano, wie gesagt, geht vorbelastet. Min-Jae Kim, der genau im Trikot war. Bei Kim ist es dann geendet, aus Neapel gekommen. Und für Leimer, das heißt also ein Offensiver mehr, weil ich das Leimer mit Doppel-6 runter ist. Und was Rauri für Pavard auch geht vorbelastet auf der Rechtsverteidigerposition. Leipzig in Durchgang 2. Offensiv von rechts nach links, unverändert mit dem Personal. Ja, ich kann noch nicht den Licht rauszuholen, dass wir von Mekano mit der Erde klappen, oder? Verstehe ich nicht. Also, muss man mal erklären. Da habe ich keine Ahnung von Fußball. Verstehe ich nicht. Idee in die Ecke gekommen bin. Ich kann auch nicht den mit der gelben Karte drin lassen. Kim muss auch zum Militärdienst, ich weiß jetzt nicht genau, wie das ist. Nehmen die Lift aus. Denn die Lift ist tausendmal besser als der Upamecano. Gnabry, tolle Ballannahme! Ja, das ist alles klein. Steht dann nun mal in dieser Mittelstürmerposition, während er Harry Kane rauskommt und da hinten an den Ultras vorbeiläuft. Vor der Südkurve, rechtzeitig, da mit der Augen noch da. Und auch der Eckball, selbst Blaswig macht den spannend, dass Simacon kann klären. Geht, Davis ausgerutscht, macht nichts, Davis ausgerutscht, Simons lässt ihn laufen. Wir stehen ja mit 5-7 Mann. Sorry. Sané, seine Position, Leroy, Sané, noch ein Haken, noch mal Sané! Das ist nicht geil, ne? Ein richtiges Ausrufungszeichen, hat sich lange Zeit gelassen, bis er dann überzeugt war, die beste Abschlussposition zu finden. Bin mal gespannt, wie die beiden, oder die Außen überhaupt spielen, wenn Kane dann da ist, weil da geht es um
Abschluss halten, ein Linksfuß auf rechts, zieht er dann in die Mitte, kann gut abschließen. Für eine Flanke brauchst du dann halt rechts eher einen Rechtsfuß. Aber mal gucken, Tuchel hat ja die Option. Klasse Einsatz von Tell gegen Simakon. Seahawks, wir hätten Timo Werner, aber da sind viele um ihn herum. Der macht das klasse, Olmo. Wartet auf Raum, Werner wartet auf Raum, nimmt ihn jetzt mit. David Raum, flach. Nicht gut. Und Sie werden nicht glauben, wer den abgeblockt hat. Dass er daran beteiligt war, war mir klar. Und der Verteidiger, der den Ball zur Ecke ablenkt, ist der Mann mit der Nummer 10 der Bayern, Leroy Sané. Der sammelt hier unfassbar viele Fleißpunkte. Auch hier wieder durchgelaufen. Vorhin diesen 50-Meter-Sprint gegen Timo Werner. Ach nee, Leute, Leute. Klar. Naja. Raus da und da drauf vor allen Dingen, ey. Aus. Und es gibt die Geschichte, du musst schnell loswerden, bevor ich dann ganz vergesse oder das Spiel dann mir keine Chance mehr zu gibt. Ja, fast alle Spiele im Fernsehen, aber eben nur fast. Wenn die sich das anders überlegt haben, wollen die beiden hier in München morgen Bayern und Leipzig noch ein Testspiel unter Ausschluss der Öffentlichkeit haben. Und auch das gibt's. Mavrali, gehalten von Olmo, der rechtzeitig wieder los ist. Toller Ball! Gnabry, Tell in der Mitte. Gnabry ist da, Tell ist da! Was macht der Tell? Schwierig, der war wirklich schwierig. Das gibt Freistoß. Die Bayern legen richtig los in diesem zweiten Durchgang. Er ist natürlich richtig Sorgen da hinten und Mühe und viel Arbeit. Toller Ball. Gnabry auch ein paar Zentimeter. Und ich weiß auch nicht, was das mit einem 18 Jahre jungen Stürmer macht, wo die Bayern natürlich offensiv mal darüber nachgedacht haben, ihn auszuleihen, eine Praxis zu geben, dann kommt Kane. All das ist im Kopf ja mal mit dabei, wenn der mal irgendwann locker und frei und selbstbewusst ist, ich glaube, dann macht er den. Keine Kritik, dass er ihn hier nicht macht, aber vielleicht eine Erklärung nicht mit. Kimmich. Kimmich mit da. Und Sané wieder. Sané mit Risiko. Und er leitet das super ein. Nusayi Mazraoui ganz stark, lässt sich nicht durcheinander bringen von drei Leuten. Toll getimt, der Pass auch der. Ach nee. Sind wir ja erstmal zwei Tore. So kann man sich schauen zu Hause. Doch, wer weiß los. Mit Cedil. Aber das Problem ist, was ich nicht verstehe, ist, wir haben 50 Minuten. Jetzt haben wir einen Stürmer, der über 100 Millionen gekostet. Warum bringen wir den nicht? Warum bringen wir den nicht? In Leipzig, nachdem Lyon so ein bisschen Tottenham klein gemacht hat, auf Zeit gespielt hat. Das hört man nicht auf. Monté. Sané. Normate, dass der klasse Techniker ist und ganz viel Potenzial, das ist unbestimmt. King. Davis Koman. Und wieder hinten rum. Nimm doch den am besten Ulreich noch mit, dann hat der auch mal einen Ball gesetzt. Gruppe Mikano Tell versucht, Gnabry zu finden. Leipzig ist jetzt gezwungenermaßen mit 11 Mann tief in der eigenen Hälfte. Chip bei Kimmich. Zu wenig für den Strafschuss, meine ich. Raum und Werner gegen Upamecano. Und Upamecano, das kann, wissen auch alle, aber der hat halt dann diese hanebüchenen Dinger immer wieder mit drin. Mazraoui, stark, nochmal stark gemacht. Gnabry, richtige Belebung ist Nusayi Mazraoui. Ist bislang alles richtig gut, was der macht.
Das ist eben der Rechtsverteidiger, der vorhin noch gefehlt hat. Sané hinten rüber, Davis mit da, Koman in der Mitte. Und Olmo, gerade eben zwei Tore geschossen, jetzt eins verhindert. Abseits. Soll das Absatz gewesen sein, Wichser? Ganz schwierig für Leipzig. Und die Bayern haben alles im Griff, auch die Zweikämpfe, die unterdrücken und ersticken sofort all das, was mal Angriff werden soll von den Gästen. Also der eine oder andere zu Gedanken hat, also warum erzählst du nicht mal, was der Henry Kehrer dann aufmacht, das werden Sie schon hören, wenn der sich auf den Weg zur Ersatzbank macht. Egal, ob er noch eine Flasche Wasser holt oder wirklich dann zum Einsatz kommt. So, Schlager, Olmo, mit Open da. Das sind die Dinge, die muss man den Jungen einfach auch zugestehen. Falsche Entscheidung getroffen, Ball wieder früh weg. Soll man die dann zum Kurzpass umerziehen? Können wir noch schlagen, ist da, aber die beiden spielen nicht. Masraoui. Tell, vielleicht hilft Masraoui auch in dieser Geschichte, wenn Walker denn wirklich nicht kommt, dann hat er seinen Platz da hinten. Dann gibt es Spiele, die ersten 10 Minuten vom Durchgang 2 gehören den Bayern, das Ergebnis gehört bislang Leipzig. Sami im Fünfer, der fiel da gut runter, war noch kein München dabei. Kimmich. Davis hat ganz viel Zeit. Simakon. Ja, da ist ja Kinder. Was mehr von mir, wenn die Kane reinkommt und nur drei Tore schießen. Dann wäre alles perfekt, aber. Boah. 2-0 hinten. 55 Minuten. 56. Ja, jetzt Kinder. Und die spielen dann den Ball hinten her. Aber das ist nichts Offensives. Das ist nichts, das ist kein, die machen keine Meter. Das bringt ja nichts, wenn sie da, weiß ich. Auf den Punkt. Ja, Ballbesitz. Mal tiefer, der steht genau neben dieser Kombination von denen. Kein Foul, Vorteil. Sané hat den Ball verloren, deshalb wird ein bisschen sehr weit für seine Defensivsprint. Schlager außen Werner, Olmo zentral und ganz drüben Openda. Simons, nur von Kimmich, Musiala, sehr schön. Mit Sané, Koman auf der Seite. Hörbar, genau, jetzt sind wir in die Box. Koman. In die Boxerin und nochmal fünf Flanken. Alter, aber das ist doch keine Torschanze, sonst geht der keine Ball auf dem Tor. Der überwunden zu haben, klar, sonst irgendwas mit 20. Man ja, aber geht keine Ball auf dem Tor. Und auch lernen, dafür hat er erfahrene Leute um sich herum. Und nicht immer in so einem Wahnsinnstempo weiter nach oben gehen, aber ist ja trotzdem ein Riesenlevel.
verstehe ich nicht. Ja, wenn ich 2-0 hinten liege, dann bringe ich noch den Stürmer, den ich für über 100 Millionen gekauft habe, nicht erst in der 70. Minute oder 80. Also, wir haben jetzt 60 Minuten, das ist eine halbe Stunde, man muss noch 2 Tore mindestens machen, wenn nicht sogar 3 zum Dings. Supercup, der ist ein Titel, ein wichtiger mittlerweile, gewinnt weiter an Bedeutung. Aber die Bayern haben noch genug Zeit. Zeit, halbe Stunde noch. Ich kann zu sagen, wenn ihr alle gedacht habt, mit Harry Kane sind die unbesiegbar, sind wir unbesiegbar. Nein, natürlich nicht. Aber wahrscheinlich besser und möglicherweise können sie das auch gleich noch zeigen. Šeško und Paulsen, zwei neue Offensive, werden bei Leipzig gleich aufs Feld kommen. Der eine ganz erfahren, seit 10 Jahren da, das ist Josef Paulsen und Benjamin Šeško, der Slowene. Was haben die denn, ja, das ist das Problem, wenn du da Asien oder Amerika Tour machst, nur auch Gramm und Blödsinn machen und so, aber sie nicht auch Training und so. 94 groß, nichtsdestotrotz, top ausgebildet, technisch gut und schnell. Wahrscheinlich. Von Musiala, der ihn weiterleitet. Gnabry bleibt an Henrichs hängen. Musiala einmal. Tell ist da! Und Musiala! Aber er ist außenrum. Hier ist auch gut gespielt. Nicht gut verteidigt. Blaslich. Er ist gut reagiert. Mit etwas Glück. Und Musiala damit ganz viel Schmerzen. Ja, drückt er nicht mal das Tor. Und dadurch, dass er ihn mit dem rechten Oberschenkel dann wieder ins Feld bringt, gibt es die Möglichkeit für Musiala, der dann nach dem Torschuss noch abgeräumt wird. Er leidet mit, die gesamte Zeit präsentiert sich wirklich. Könnt ihr auch sagen, pass auf, ich bin hier der Kapitän der deutschen Nationalmannschaft. Also Torschützenkönig der Premier League. Ich habe noch keinen Titel mit dem Verein gewonnen, aber ich bin schon ganz gut und ist auch teuer. Und jetzt Achtung, 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 jetzt wird's laut! Das irre, der wechselt zum ersten Mal den Verein. Und er muss das Gefühl haben, dass er Messi und Ronaldo in einem, der Heilsbringer schlechthin, ohne ein einziges Mal für den FC Bayern in einem Pflichtspiel gegen ihn beigetreten zu haben. Und selbst Trikot anziehen wird bejubelt. Tuchel hat sich überzeugen lassen. Von den Zuschauern, aber eben auch von der bislang aber zu spät. In 30 Minuten zu spät. Das ist ja sich der Lewandowski, der da 5 Tore in 9 Minuten macht. Ja, ich kaufe einen für, keine Ahnung, 100 Tore. Gucken, die Leipziger Feuerwechsel. Sané, guter Ball. Raul will den Eckball. Kriegt den Eckball. Eigentlich könntest du ja sagen, pass auf, der ist groß und kommt Kopfball. Wechsel ich mal eben ein. Macht aber nicht. Und hat sie natürlich in der Defensivabzug schon mal gar nicht. Wieder Sané. Flach rein. Fürchterlich, fürchterlich. Also kriege ich keine Ecke und nichts. Guck mal. Schüpper, Simacon, Tell. Koeman spielt ihn absichtlich jetzt aus, damit er nicht aufs Feld kann, aber es wird unterbrochen. Also das wird jetzt ein Debüt mit Wartezeit. Jetzt haben wir 2 Tore machen, 30 Minuten. 10 Minuten ein Tor. Das wäre Hammer. Und die Bayern dann spielen das aus. Das ist nicht ganz so wie die Transferdruckerei.
und der Wechsel und die Fliegerei dann auch noch so richtig geklappt. Aber jetzt! Jetzt! Aber erstmal. Ist Bauer Jai da? Nein, jetzt ist es soweit! 22:08 Uhr! Der teuerste Transfer der bisherigen Bundesliga-Geschichte betritt die Bühne. Ein letzter, ein Sportsman, Familienmensch und möglicherweise das fehlende Präsentator. Jetzt würde ich doch schon gerne mal hören, was hier los ist, wenn der ein Tor schießt, wenn die allein bei der Vorstellung schon so einen Alarm machen. Offensiver Wechsel. Offensiver raus, Werner raus, Paulsen und Scheschko dafür rein. Na gut, der Pokal ist jetzt für den Arsch, aber. Aber, wäre schon schön, wenn wir den schon geholt hätten. Da hätten wir schon mal einen Pokal. Das ist ein Torschütze in Scheschko und in Salzburg vor der vergangenen Saison. Der Arme ist auch gleich drüben raus. Ich hoffe, dass da irgendwie noch ein paar aufmunternde Worte mit auf den Weg gibt, weil es natürlich auf den 18-Jährigen beeindruckend, wenn dann der andere kommt und hier gefeiert wird. Als hast du hier die Top 10 der internationalen Single Charge in einem Charts in einem Konzert auf einer Bühne gleichzeitig. Das ist ja normal. Kane hatte schon 2 Jahre lang Fußball gespielt. Jetzt haben die Kummer an die Seiten getauscht und die Bayern kommen gar nicht in die Nähe von Kane im Moment. Simons mit Olmo, hier drüben ist Raum mit dabei, immer noch hier drüben und das macht Simons alleine, das macht immer noch Xavi Simons. Jetzt will den Henrichs haben, muss den Anlauf etwas abbrechen, guter Take, einmal Henrichs. Schlager um den Schiri, abgefälscht. Junge, 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 die Bayern haben aber auch keine Chance irgendwie. Ist er im Abseits? Kann ich ja nächste Woche weiter besser werden. Alter Falter. Das ist nichts, das ist nicht das, was ich mir vorgestellt habe. Und Harry Kane und so ganz nebenbei, wir reden ja so viel darüber, was der Freund alles kann. Als kopfballstarker Spieler beim Verteidigen des Eckballs hinten im eigenen 5 Meter. Junge, Junge. Stolle jedenfalls mit dabei. Seiwald. Foulspiel. Nein, das Foulspiel. Das ist so die. Das ist der Strafschuss wegen Handspiel. Alter. Ich war mir sicher, dass die sich sicher sind, dass es nichts Strafbares ist. Ah, wollen wir mal gucken. Wir reden über Achseln. Ja, Handspiel. Ich dachte, er geht um den Oberarm. Ja, dann? Ja, Handspiel. Ist es? Verbreiterung der Abwehrfläche, keine natürliche Handbewegung, das ist ein Schwachschuss. Ja, und Dani Olmo kann das hier zum Olmo Supercup machen. Alter Falter. Wenn die richtig schauen, die Bayern im ersten Spiel. 20 Minuten lang in diesem zweiten Durchgang. Und er hat die Chance zu erhöhen. Junge, 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 Junge. Ja, dann bleibt gehen. Olmo gegen Ulreich. Alter, Alter. Dani. Olmo, 3-facher Torschütze. 3:0, ey. Das ist ja nicht normal. Ja,
also ist auch über Messer, ich würde mit dem Blick aufs Handy nicht getraut habe, dann noch zu erwähnen, neben Max Eber, die sind total zufrieden, logisch. Und 3 ist schon mal eine echte Ansage, 20 Minuten, 25 mit Nachspielzeit, 30 mit langer Nachspielzeit vor dem Ende. Olmo mit der Seite einmal, mit der Kicke zweimal, Ulreich in die Ecke, aber zu gut geschossen. Eben flach, präzise und hart. Mal gucken, was da geht, weil wir haben mal gesagt, Nkunku ist der Mann schlechthin. Nkunku konnte auch der Mann schlechthin sein, weil er im Mittelfeld das strategisch super gemacht hat. Ging auf Kosten seiner Torquote. Ja. Ich würde mal sagen, bei 3-0 in 20 Minuten war es das. Der Kerl, der auf dem Feld miterlebt hat, war ein Eckball, den er verteidigen musste. Ein Strafstoß gegen die Bayern. Und jetzt ist Mentalität gefragt. Ja. Ja, aber das ist ja. Die wollen ja. Ich habe mir kein 3 Tore mehr in 20 Minuten. Also das ist ja. Kim. Gegen Upamecano. Was macht er jetzt? Wieder das Geld vorbelastet. Aber Frank hat gesagt, Ruhe. Nein, die beiden Innenverteidiger war das. Ach, ja. Kim mit dem schlechten Ball und Upamecano, der ein Stück auch davon profitiert hat, in dem Supercup weg. Alter, wir haben jetzt sicher viele da gesagt, das ist gelb. Und festgestellt, dass es schon die zweite ist. Schon passiert nichts mehr, das ist ja vorbei. Ja, und erst den habe ich schon mal weg. Cesco lauert. Alter! Cesco, immer noch Benjamin Cesco, technisch gut und Kim im letzten Augenblick. Aber das ist das, was Leipzig jetzt natürlich genau in die Karten spielt. Schnelles Umschalten mit den schnellen Leuten. Und Cesco auch kein Abseits hier unten, Masraui hebt's auf. Na? Kim hat da nicht gut gestanden, aber ist dann eben wirklich im Sprint mit Mut und vor allen Dingen auch noch mit dem Willen, das zu klären, zurück. Seitdem Harry Kane auf dem Feld ist, haben sie Bayern noch nicht geschafft, ihm einen aufzulegen. Gelb gegen Olmo. Junge, wo macht der 3 Tore in Bayern? Naja, dann willst du mal. Können wir hoffen, dass er am Freitag besser ist. Und dann sind wir hier so am Start von Tabellenführung am ersten Spiel. Wir müssen erstmal durchatmen. In dem Moment, als Kane kam, kommt der Party-Crasher aus ihrer Sicht, dann die Olmo. Aber auch gar keine richtige Chance, da wird rausgespielt und Torchance und sowas. Tja, und es ist hinten raus immer einfach zu sagen, zu spät. Wir waren mit dem vorher, hätte er eins gemacht, steht es 1-2. Aber der Stell muss ja 2 Tore machen, dann steht es 3-2. Naja. Aber wir haben gar keine Torchance, die Bayern. Vielen Mensch, dauert viel zu lang. Gegen Smith verschwunden ist. Junge. Inzwischen bekommt die Kamera, passt auf, Kimmich. Aber vor Musiala, Masraoui. Koman. Da ist mal einer für Kane. In die Richtung zumindest. Und gleich Daumen hoch in Richtung des Kollegen. Und dann den Ball hält, also. Olmo. Gleich mit der Ansprache von Marco Rose. Ich glaube, der wollte gar nicht mehr, dass der sprintet, sondern eher die Ruhe behält. Aber eigentlich ist das Bettchen, ey. Kontrolliert, damit er nicht gleich wieder weg ist und gleich sich wieder zurück muss.
Das sind seine ersten Offensivbemühungen. Kimmich. Und Kane klatscht dann raus, sagt, oh, geht's weiter. Das hat er bei der Flanke von Coman getan, die alles andere als genau war, bei der von Kimmich, die alles andere als genau war. Stark gemacht von Raum. Olmo in die Füße von Kimmich. Sané startet. Kane wartet. Musiala blockt ab. Der spielt aber bei Sané in der Mannschaft. Musiala. Ecke. So, vielleicht jetzt mal am Eck. Kimmich geht raus. Ja, mit Ecken. Alternative mehr in der Mitte mit Harry Kane. Leon Goretzka auf dem Weg. Klar, da ist im Mittelfeld. Jetzt richtig Gedränge mit Kimmich, mit ihm, mit Leimer, Havenberg, möchte da auch noch mitmischen. Erstmal Kimmich beim Eckball. Kommt der besser? Bisschen besser. Upamecano ist da. Ich habe keinen Torstand für die Bayern. Naja. Drei mit Kim auch noch. Und Kim Upamecano, die befördern den Ball ins Aus. Ja, lass mich weiß. Die Gelbe kann ich mehr abholen und dann fange ich an, mich ein bisschen zu beeilen. Spielen. Emil Forsberg bei RB und Fabio Cavalli in Liverpool ausgeliehen. Erstmal Gnabry auf der anderen Seite. Coman auf dem Weg. Coman, Pixi Coman! Weiter. Lass mich klasse. Kimmich. Guck, wo ist Kane? Kein Durchkommen. Coman. Masraoui. Coman. Nochmal Masraoui. Was mit einer Flanke? Kimmich mit links. Kimmich mit links. Oh, eine heiße Geschichte mit Jens Blaswig. Lange Jahre Ersatztorwart in Gladbach. Mit Almelo ging es dann durch, dass der nochmal in die Champions League geht mit Leipzig. Sehr zuverlässig als immer Vertreter von Gulaschi. Möglicherweise ist er seit der vergangenen und mit dieser Saison auch eine Herausforderung. Mal schauen. Sané bleibt hier. Pause. Junge, das ist nichts. Seibert, gut durchgeschickt. Simons, der ist müde. Ich glaube, der geht raus. Koma, gegen Raum. Kriegt er den zu Musiala? Kriegt er. Kriegen Sie den draußen zu sein? Nee. Nach vorne, Leute. Habt ihr keinen Bock mehr, oder was? Ja gut, Aufholjagd. Drei sind Sie hinten für eine Stunde vor dem Ende. Jetzt auch nicht endlos verschieben. Ja. Leipzig gnadenlos effektiv mit einem überragenden Dani Olmo. Gnabry mit Kane. Und Kane. Fast als Vorlagengeber, aber man sieht, da kann man mit ihm spielen im 16er. Olmo, Soccerpass für Paulsen, steht er denn raus? Ja! Xavi Simons, nochmal Paulsen, 3 gegen 3. Simons, Olmo kommt, da droht Ungemach, da ist Olmo. Und Seibert. Und jetzt haben die Leipziger das wieder ganz gut im Griff. Ruhe am Ball, keine verrückten Sachen, keine Schnellballverluste. Da müsst ihr echt mit dem Teufel zu tun haben, wenn die Bayern jetzt noch 3-3 machen. Völlig unvorher. 3-1 haben sie vor ein paar Monaten hier gewonnen in der Bundesliga. Von der damaligen Elf waren 4 Mann heute noch in der Startelf. Von denen, die nie in der Startelf waren, sind auch viele Decknamen auf der Akteure abseits Cesto. Doppelwechsel, normal Generationenwechsel auch bei RB. Also, ich mache mal die Bühne frei. Olmo geht. Für den kommt Fabio Carvalho, 20. Der Mann des Spiels bislang ist er. 3 Tore und wie? Das war ja nur die Vorbereitung, die Krönung
ist das Ding hier. Mit dem, was davor passiert ist. Und Nummer 3. So, Goretzka für Kimmich übernimmt die Kapitänsbinde und woraus wieder Camayo, 21 Jahre jung, aus Liverpool ausgeliehen. Und Simons, ja, da sieht man, ein Riesenfußballer, aber das hat echt Kraft gekostet, der hat ganz schön gepumpt am Ende und für den jetzt der erfahrene Emil Forsberg machen. Ein Titel, der erste Titel ist vorbei. Versuchung, was denn möglich ist, nach bester Stimmkraft gefeiert. Ich kann es das Harry Kane-Niveau. Aber es sind auch noch nicht so viele. Nur die Leistung bisher ist eine 1 mit 2 Sternchen von Dani Olmo. Und wenn es keinen Quatsch macht auf der Bank, bleibe ich dabei. Ah, der hält ihn doch fest, also bescheuert. Der fault auf die Goretzka. Auch immer in diesem Thema, Leon Goretzka, der in den Testspielen zu Beginn und dann war ich auf einer Asienreise, die Bayern, also auch mit namhaften Gegnern, oftmals erst im Durchgang 2 mit vielen Spielern aus der zweiten Mannschaft ran durfte, auch wenn er dann die Kapitänsbinde hatte. Und was sagen die? Der Geschäftsführer der DFL. Wird das doch spannender, als man selbst nach dem Mary Kane-Transfer gesagt hat? Weil Leipzig jung, neu und gut ist bisher. Thomas. Musiala einmal kurz hängen geblieben im Rasen. Guck mal, warum verteile ich ihn gut? Ist die Flanke nicht zu, aber jetzt hat Masraoui gesagt. Und da hinten ist der Rekeni, ist aber nicht gut. Nee, die Bayern machen kein Tor heute. Ja, der Fall, der ist genauso wie beim letzten Mal. Die Bayern, da verlieren die Leipzig. Ich kann das nicht nachvollziehen. Da ist man doch. Na ja, da ist jetzt nur der Niederpokal, aber. Die Bayern weit wegzuhalten von. Ja, Alter. Ja, weiter, die Straußen. In den 16-Meter-Raum als jetzt. Musiala und Schlager. Umgekehrt ja, Ball gespielt. Aber er spielt klar den Ball. Ganz klar den Ball gespielt. Durch den Gegner. So, weiterspielen jetzt auch nicht warten lassen. Ja, Hansi Flick, Rudi Völler ist ja so, ein Gremium, wo man auch mal sagen kann, denken wir über den Bundestrainer nach. Nein, wird da nicht. Hansi Flick hat vorhin bei uns im Interview wird er gesagt, das war die Testphase und ab jetzt wird ein Stamm sich herauskristallisieren. Simakon. Davis, ups, da lässt sich aber Carvalho leicht durchlaufen. Davis, jetzt wollen wir wieder auf links. Gegen 2. Kriegt den Freistoß. Und Paulsen schimpft zurecht mit den beiden da draußen, mit Carvalho und Henrichs. Nö, das ist etwas zu leicht hergegeben. Bist du auf Gnabry, Mann? Gebe ihn nicht mehr auf dem Feld, sondern der Linksfuß, also er. Mr. Kane, da, in 5 Metern, bei Paulsen und Seibert, Gnabry. Und hinten ist Masraoui. Außennetz. Ja, das ist ja auch so eine Variante, wenn du den Kane hast. Konzentrieren sich viele Leute drauf, da kann sich im Rücken auch mal einer wegschleichen. Jetzt in 8 Minuten Mörtel sind noch 2-3 Tore fallen. Naja, das war es. Echt 1-0 für schönes Wochenende. Gut, aber
Vorteil von Paulsen. Davis weggenommen. Paulsen. Boah! Gewesen der! Abschluss. Und schon wieder im Spiel. Lukas Klostermann auf Seiten von RB aus einer langen Verletzung zurück, musste Bündelriss im Oberschenkel bei der Nationalmannschaft, das in der Testphase die Belohnung erhielt, nach einer guten Rückrunde wieder mit dabei zu sein. Jetzt ein möglicher RB-Wechsel. Bayern hat schon durch. Den, 7 Minuten noch, Alter, Alter. Henrichs dazwischen, Musiala. Henrichs dazwischen. Wieder Freischuss Bayern. Und zu wechseln, Benny Henrichs raus, der auch unglücklich aufgekommen ist, glaube ich, ein bisschen gehumpelt hat nach diesem Treffer von Masraoui. Und ich finde, für 3-0, ich will es zum Gewinnen, ist das aber schon echt Tempo, wenn man hier vom Platz geht. Weil wenn sie in der Saison noch die ein oder andere Sache erleben, die dann nicht ganz so zügig läuft. Aber ich kann Ihnen zügig mal sagen, dass Sie den Freunden Sky empfehlen können und dabei eine von vielen tollen Prämien sich sichern können. Die Infos dazu gibt es unter sky.de/werben im Internet. Da steht es, sehen Sie. Sani. Musiala. War der zuletzt dran, ich glaube, ja, so wieder sprintet. Abstoß. Nein! Nicht funktionieren. Seitdem Harry Kane auf dem Feld ist, keine vernünftige Aktion der Bayern im 16-Meter-Raum von RB. Drei Aktionen am Ball. Und das liegt ja nicht daran, dass er sagt, pass auf, ich will nicht, sondern ich kommen da nicht hin. Also 5 Minuten noch, 3-0 RB Leipzig. Das Raum hat sich wehgetan nach dem Zweikampf mit Paulsen. Und natürlich darf man das nicht zu hoch hängen, aber zu tief auch nicht. Aus Sicht des FC Bayern, 5 Minuten vor dem offiziellen Ende, 0-3 im eigenen Stadion, also mit der Mehrzahl der Fans für sich, hinten zu liegen gegen einen potenziellen Konkurrenten. Das Ganze mit Harry Kane auf dem Feld und so gar keine Torchance mehr. Tuchel, er will sein Spiel haben, sein positionstreues Spiel, hat die alle auf Kurs gebracht. Ja. Hat Verstärkungen. Holt mal einen für über 100 Millionen, 110, 120 Millionen und er hat nicht mal einen Torschuss mehr. Aber dafür ist 0-3 happig. Und in Leipzig werden auf Hochtouren verbale Bremsklötze produziert. Weil wenn da jetzt irgendwer kommt und sagt, sind Sie jetzt der Favorit auf den Titel, gibt es glaube ich Ärger im Internet. Ich bin gespannt, ob das jemand taugt, ja, bei uns. Nur so wie die das gemacht haben, mit einem Olmo und so viel jungen, hochtalentierten Personal und in der Rom noch ganz zuverlässigen Blaslich hinten, einer Abwehr, die stabil ist. Und man sich der einen oder anderen unangenehmen Frage, weil Frage nach Erfolg stellen muss. So ganz so viele im Rest des FC Bayern, die da wirklich noch dran glauben, das Ding hier umzubiegen. Ich glaube, so ein paar würden sich überreden lassen, wenn sie jetzt noch schnell eins machen. Aber es ist ganz schwierig. Nein. Du gewinnst ja nicht mehr 3 Minuten vor Schluss. Also du machst keine 3 Tore mehr in 3 Minuten. Also, ja, das ist ja. Die München als Meister in Bremen die Saison. Danach kommt Augsburg. Und jetzt nach Gladbach. Leipzig trifft man dann am Spieltag 6 wieder in Leipzig. Und im deutschen Klassiko gibt es Anfang November. Und noch gegen Bayern.
der Pass. Cavallo muss er gleich durchstecken. Tut er auch. Šeško, Upamecano hinterher. Šeško! Wird nicht in Olmo. Ulreich macht das stark. Auch ganz wichtig für den Keeper. Und jetzt lassen sie sich natürlich Zeit. Die Leipziger beginnen in Leverkusen. Das ist eine ganz spannende Geschichte. Dann nach Stuttgart und dann geht es zur Union. Pokal Ende September bei uns. Die Bayern in Münster am Dienstag und Leipzig in Wien-Wiesbaden am Mittwoch. Es hat einfach kein anderer Termin frei oder die müssen eine Woche vorher anfangen und schieben wieder die zweite Liga raus. Also deswegen gibt es diesen Kompromiss mit zwei ausgelösten Spielen aus dem DFB-Pokal. Forsberg, ganz weit weg. Seibert gegen Koman. Der ist ein bisschen halbherzig. Seibert, Šeško, die beiden AB und nochmal Šeško, aber es ist halt kein Olmo. Viertelstunde nach der Pause, die war enorm stark von den Münchnern, haben sie das Tor nicht gemacht, da war ja noch kein super Neuner auf dem Feld und wenn Musiala sowas passiert, dann wissen sie die Bereitschaft nochmal, ich wiederhole mich, ist nicht mehr bei allen da, hier eine Aufholjagd zu starten. So, jetzt gibt's die Nachspielzeit. Hoffen und bangen, wie viel? Oh, bei so vielen Wechseln. 2 Minuten, okay. Ja, sie werden trotzdem nicht von mir hören, dass das Spiel entschieden ist. Aber 2 Minuten ist schon knapp bemessen. 2 Minuten bangen also noch für Leipzig, dass sie hier nicht noch 3 Dinger kriegen. Und jetzt wie sollen die denn 3 Dinger kriegen? Es sind noch 2 Minuten. Im Supercup. 2 Minuten hoffen aus Sicht der Bayern, dass da irgendwie noch 3 Bälle Richtung Kane fliegen. Wollen mich verarschen, in 2 Minuten machen die Bayern noch keine 3 Tore. Also, was ist denn nur für einer? Und es waren ja eine Menge extrem schneller Spieler auf dem Platz. Schmelzer war Leroy Sané fast 36. Und ich würde mich wundern, wenn das dieser Defensivsplit war, eigentlich beim 1 gegen Timo Werner. Erstaunlich, dass die Münchner Hörer so ein bisschen nahtlos an diese Defensivlücken anschließen, die sie in der vergangenen Saison treu einmal durch die gesamte Liga, den Ligabetrieb gezogen haben. Dass im ersten Durchgang viel Ballbesitz da war, auch ein paar Abschlüsse, weil nichts gefährlich ist, weil die 15, 20 Minuten nach Wiedereinstieg waren richtig gut, nur ohne Tor. Und deswegen klickert das jetzt hier so langsam runter. Und mit ganz langem Anlauf kommt Harry Kane und kriegt dann mal kurz und schmerzlos im Supercup ein 0-3 mit. Ja, man hat akzeptiert. Dank hat er den Laden hier im Griff hat, schaut schon auf die Uhr. Und macht jetzt amtlich, was lange amtlich ja. War, RB Leipzig. Das Spiel ist aus. Leipzig gewinnt den Supercup 23-24 gegen FC Bayern München mit 13-0. Und jetzt schalten wir zur Endanalyse. Los geht's. So, das Spiel ist aus. Die Bayern verlieren 3-0 gegen RB Leipzig im Supercup
Finale. Tja, was will man sagen? Man hatte gedacht, die Bayern kommen raus vor 75.000, geben Vollgas, sind heiß auf die neue Saison, können den ersten Titel holen in einem Spiel gegen den DFB-Pokalsieger als deutscher Meister. Aber tja, das war leider nix. Ne? Das wollen wir hoffen. Es ist Kane noch eingewechselt worden und. Aber Tell hat die Chancen gehabt, nicht genutzt. Und ja, das war nix. Nützlich, wenn du 70% Ballbesitz hast, den rumspielst, liegst du 1-2-0 zurück und kommst nicht raus und willst dieses Spiel nicht gewinnen. Diese Aggressivität, dieser Wille war heute nicht da. Dann wollen wir hoffen, dass am Freitag gegen Bremen die Bundesliga-Saison anders anfängt. So, dass Kane dann von Anfang an spielen wird und dann direkt die Buden macht, ne? Weil sonst ist es so wie die Rückrunde der letzten Saison. Aber was willst du machen? Der Pokal ist weg. Wir können hoffen auf die Bundesliga-Saison am Freitag gegen Bremen. Und dann wollen wir mal sagen, neues Spiel, neues Glück. Bam!